Platz 8 müssen sich zwei Hersteller teilen. In den letzten 10 Jahren müssen beide 41 Mal ihre Modelle in die Werkstatt rufen. Wobei man sagen muss, dass der eine davon deutlich mehr Autos baut. Platz 8 geht an den zweitgrößten Autobauer der Welt und einen kleinen Hersteller aus Schweden. Platz 8 geht an Toyota, die Marke, die gerade mit der größten Rückrufaktion ihrer Firmengeschichte zu kämpfen hat. Insgesamt sind 8 Modelle in Europa betroffen. Das entspricht 1,8 Millionen Autos. Weltweit sind es sogar 6,8 Millionen. Bei allen Modellen kann das Gaspedal hängen bleiben. Allein die neuen Teile kosten Toyota ca. 150 Millionen Euro, ohne Werkstattstunden. Ein riesiger Verlust für die Japaner. Die Statistik zeigt, dass in den letzten 10 Jahren 41 Mal zurückgerufen wird. Die hohe Anzahl der Autos, die diesmal betroffen sind, werden allerdings einen großen Imageschaden verursachen. Eigentlich hat man sich Qualitätsarbeit auf die Fahnen geschrieben. Volvo trifft es da nicht ganz so hart. Zwar liegen sie mit der Anzahl der Rückrufaktionen mit Toyota gleich auf, allerdings betrifft es insgesamt weit weniger Autos. Beim XC70 streikt nur der Scheibenwischer. Beim großen Bruder, dem Volvo XC90, ist die Fehlerliste schon weitaus länger. Kurzschluss am Anlasser, Ermüdungsbruch der Spurstangenkugelköpfe, Beschädigung einer Leitung an der Servolenkung, Ausfall des ABS. Zwischen 2003 und 2008 werden diese Fehler beim großen Geländewagen behoben. Damit teilt man sich mit 41 Rückrufaktionen den 8. Platz mit Toyota.